Moin! Einen schönen Sonntag aus Hamskis Wummo-Garage. Neues Projekt, H-Kennzeichen. Das kriegen wir hin. Das sieht ganz gut aus. Und der TÜV hat ein kleines Loch bemängelt. Und zwar ist es da. Die übliche Iveco-Stelle. So, da seht ihr es. No? Kennt man, ist nichts Neues. In diesem Atemzug werden wir dann auch mal hier das Ganze, den ganzen Batteriekasten, BZW, die Fläche für die Batterie, einmal wieder anhübschen, alles entrosten. Das ist ganz klar. Ja, ein bisschen Luft geschaffen hier aufs Ganze, ist alles einfacher. Grill raus. Ja, sonst hat der Wagen nichts. Naja, nichts. Er hat doch noch eine Kleinigkeit. Und zwar ist hier die Klappenvorrichtung im Argen. Da fehlt was. Das ist auch so eine typische Krankheit. Aber auch das kriegen wir hin. Sonst das Auto in einem sehr guten Zustand. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der Besitzer selbst hat schon die Ringverankerung neu abgedichtet. Einmal komplett. Das hat er auch sehr schön gemacht. Sieht sehr gut aus. Ja, sehr gepflegter Zustand. Und so soll es auch weiterbleiben. Der TÜV-Prüfer war auch schwerstens begeistert, auch vom Leiterrahmen des Ivecos. Das sind ja eigentlich so auch so ein paar Schwachstellen bei vielen Ivecos. Aber das ist hier auch nicht gegeben. Und von daher, ja, steht dem Haar auch nichts entgegen, wenn diese kleine Stelle da erledigt ist und die Lüftungsklappe wieder funktioniert. Dann sollte das alles soweit gut gehen und gut sein. Ja, somit ein kleines Sonntagsvideo. Mehr gibt es nicht zu berichten. Zumindest nicht, was dieses Auto betrifft. Ja, und sonst arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber das macht Spaß, das ist schön. Gut, ich wünsche euch was, ein schönes Wochenende und naja, einen Restsonntag und eine angenehme, ruhige Woche. Und die, die im Urlaub sind, euch einen schönen Urlaub. Tschüss!